Ja, die Arena der Verlorenen wird übersprungen aus mir unerklärlichen Gründen. Ich vermute, weil es ein Teil des DLC war. Ja, wir schnacken hier nicht lange. Wir nehmen uns das auf jeden Fall auch vor. Joey war aufgebracht und atemlos, als er vor Angst rannte. Er nahm einen kurzen Blick hinter sich und sah Kaivas blauäugigen weißen Drachen. Der Blauäugige war im Begriff, einen Snack aus Joey zu machen, als Joey aus seinem Albtraum erwachte. Ein Traum. Puh, aber Kaiba, wir werden sehen, wer Hundefutter auf dieser Insel ist. Leute, wacht auf. Joey, was ist los? Nichts ist los. Es ist ein neuer Tag im Turnier und ich bin heiß, uns ein Duell zu finden. Nun, du musst nicht darüber rumschreien. Hey Jungs, was ist mit der ganzen Aufregung? Guten Morgen, Herr. Wo ist Mai? Ist sie nicht mit dir? Sie sagte, sie müsste gehen, um diese Notiz dir zu geben, Yugi. Diese Notiz sagte, dass Mai sich 8 von Yugis Sternschiff ausgeliehen hat. Nun, du kannst diese Sternschiffs verabschieden. Ich weiß nicht, vielleicht können wir Mai wirklich vertrauen. Und wenn nicht, wir sind immer noch das beste Team, oder? Richtig. Okay, dann lass uns gehen. Ich frage mich, wie viele Duellanten auf der Insel übrig sind. Du hast ein paar Dutzend gestern nach Hause geschickt. Und ich wette, noch mehr wurden inzwischen beseitigt. Und einige von ihnen waren wirklich gute Spieler mit leistungsfähigen Karten. Wir könnten die Nächsten sein. Keine Chance, Yugi. Die anderen wollen nur den Preis. Du und Joey haben viel mehr auf dem Spiel. Das stimmt. Ich muss Großvater von Pegasus retten und Joey braucht das Geld, um seine Schwester zu helfen. Die Duellanten, die wir heute sehen, werden noch stärker sein, weil sie die erste Runde überstanden haben. Noch stärker? Pass auf, was du sagst, Yugi. Das ist klein Joey hier in seinen Turnschuhen zittern. Ach was, du denkst, ich bin ein kleines erschrockenes Hündchen? Nun, wenn der Schuh passt. Also gut, hört auf. Bringt einfach nur jeden Duellanten und ich werde sie besiegen. Das ist die Einstellung. Du musst an dich selbst glauben, Joey. Sie ahnten nicht, dass sie beobachtet wurden von einem Komplizen von Bandit Keith. Bonds. Ich fand 2 Duellanten. Einer ist nur ein dummer Schwachkopf, aber das andere ist ein guter Duellant. Sein Name ist Yugi. Er ist der Junge, der Kaiba besiegte. Alle glauben, dass er es den ganzen Weg zu Pegasus Burg machen wird. Yugi, hä? Ja, ich habe von ihm gehört, er soll ein harter, kleiner Wicht sein. Das heißt, wenn du seinen Ruf glaubst. Ja, wir haben ihn nie duellieren gesehen. Woher sollen wir wissen, wie gut Yugi wirklich ist? Niemand außer uns wird in die Burg gehen. Deshalb habe ich mich mit dem brillantesten Duellanten auf der ganzen Insel zusammengetan. Das ist richtig. Also wenn du dieses Turnier gewinnen willst, wirst du kühl bleiben und lass Benefit das Denken übernehmen. Denkend, hörst du mich, Pegasus? Bald wird es Rachezeit sein. Rache für die Art, wie du mich in der Duel Monsters Interkontinentalmeisterschaft gedemütigt hast. Es lief alles auf uns hinauf. Du gegen mich und ich hatte dich genau, wo ich dich wollte. Ich war mir sicher, dass ich dabei war zu gewinnen, aber du hast nur ein paar Notizen gekritzelt und riefst ein Kind aus dem Publikum über, um an deiner Stelle sich zu duellieren. Hey, was machst du? Um Hilfe zu fragen ist illegal. Ich brauche keine Hilfe. Ein Kind könnte dich besiegen, Bandit Keith, und ich werde es dir beweisen. Pegasus übergab die Notizen zu dem Kind. Folge einfach diesen Anweisungen und du wirst gewinnen. Denkend, ich wusste nicht, was ich davon halten soll. Hast du nur versucht, mich zu verunsichern? Oder wolltest du kneifen? So oder so war es für mich in Ordnung, solange ich das Preisgeld mit nach Hause nahm. Nachdem Bandit Keith eine Karte spielte, sah das Kind auf den Zettel, folgte den Anweisungen und nahm den Rest von Bandit Keith Lebenspunkten. Wow, du kleine Rotznase. Es gibt keine Möglichkeit, du wusstest, dass ich im Begriff war, diese Karte zu spielen. Bandit Keith schnappte sich die Notiz aus der Hand des Kindes. Gib mir das. Das ist alles hier, die Karte, die ich spielte, wie sie zu schlagen ist, alles. Nein. Denkend, du hast mich vielleicht geschlagen, Pegasus. Aber du hast mich betrogen. Niemand blamiert Bandit Keith. Du meintest, du hast 2 Duellanten gefunden? Ja, Yugi und ein Trottel namens Joey. Gut, wir werden den Trottel zuerst herausnehmen. Oh, da war ich zu schnell. Ich glaube, dass du ein wenig paranoid warst, Joey. Du bist ein wenig hyper, seitdem du heute Morgen aufgewacht bist. Was zum Teufel beunruhigt dich? Ich sage es euch, jemand verfolgt uns. Joey rannte in den Wald. Wo gehst du hin? Um sie zu verfolgen. Als Joey durch den Wald wanderte, glaubte er etwas hinter sich zu hören. Plötzlich wurde Joeys ganze Welt schwarz, als er bewusstlos gehauen wurde. Das nächste, was er sah, war, dass er in einer Höhle aufwachte. Was ist dieser Ort? Willkommen in der Arena der verlorenen Seelen. Gib die Hoffnung auf, kein Duellant kommt lebendig raus. Bereite dich auf ein finales Duell vor, diese Arena wird dein Friedhof sein. Die Geister der Toten sind alle um dich herum, Joey. Es gibt keinen Weg, um von deiner Angst zu entkommen. Hä?
Wer sagt, dass ich Angst habe? Du kannst die Wahrheit nicht von den Geistern verstecken, Joey. Sie sehen dich in Angst erstarrt. Okay, ich hatte Angst, aber nicht wegen dem Friedhof oder dein Uga-Buga-Geplapper. Es ist dein Gruselgesicht, das mir Gänsehaut gibt. Grrr, leg deine Sternchips jetzt. Hey, ich habe mich noch nicht einmal bereit erklärt zu diesem Duell. Pech gehabt. Du hast leider keine andere Wahl, Trottel. Es muss einen Weg daraus geben. Du möchtest einen Ausweg? Nun, dann gib mir all deine Sternchips und krieche wie ein verängstigtes kleines Hündchen raus. Joe erinnerte sich an seinen Albtraum mit Kaiba und kam zu der Erkenntnis, wenn ich davonlaufe, bin ich wirklich ein kleines ängstliches Hündchen. Also werde ich dich schlagen müssen. 4 Sternchips. Lass uns duellieren. Und das Geschichte-Deck. So, wir nehmen jetzt Stein. Und wir spielen als Erster logischerweise. Nein, Quatsch, als Zweiter wollte ich. Naja, ist egal. Dann spielen wir halt als Erster. Das ist auch nicht so schlimm. So, wenn es jetzt ein bisschen ruckelt, tut es mir leid. Ich muss mich gerade mal ein bisschen hier mit meinem Mikrofon bewegen. Weil ich da gerade mal was gucken muss. So, okay, das haben wir. Dann stelle ich uns mal wieder, Moment, zurück, wollte ich gerade sagen. Es geht gleich weiter, Leute. Einen Moment. So, dann kümmern wir uns mal um den kleinen Bons hier. Was haben wir denn alles? Axträuber. Wir spielen jetzt diese Karte verdeckt im Verteidigungsmodus. Und ab geht's. So, Bons ist dran. Zombie-Meister. Oh mein Gott, die hat echt jeder mit dem Deck hier. Gut, dann habe ich mir gerade mal einen Schluck gegönnt. Wenn man das gehört hat, tut es mir leid, aber es war nicht mehr zu verhindern. Es ist extrem warm hier drin und was noch dazu kommt, ja, ich hatte einen sehr trockenen Hals. Okay, aber das spielt jetzt hier ja auch keine Rolle. Wir werden uns jetzt erstmal um den Bonzen kümmern hier und ihm ordentlich das Gesicht massieren. 1700 Punkte und damit haben wir schon mal die Führung erlangt. Okay. Kunai mit Kette ist schon mal eine wahnsinnig gute Karte, die wir auf jeden Fall gebrauchen können. Wir werden Masaki spielen im Verteidigungsmodus und dann werden wir uns um... also mit Axträuber werden wir uns um diese Karte kümmern. Ah, das hätte man auch mit Masaki machen können. Ist egal. Und dann wird er nochmal 1100 Punkte Schaden bekommen. Ich habe jetzt mal mein Headset abgenommen. So, weil das nämlich schon auf den Ohren gedrückt hat und das ist echt nicht feierlich. So, Ruf der Mumie, das ist natürlich eine gute Karte, die ich echt wie die Pest hasse eigentlich. Jetzt kommt Pumpkin Geisterkönig. Okay. Da würde ich sagen, kommt drauf an, wie man jetzt angreift. Und den Zombie-Drachen ruft er auch noch. Mist. Oh, das wollte ich jetzt nicht. Das hat wahrscheinlich gerade geknackt. Okay. Nee, das würde ich durchgehen lassen. Sind ja bloß 500 Lebenspunkte erstmal und Masaki. Okay. Kunai mit Kette wird jetzt aktiviert und dann würde ich sagen, wird erstmal hier der gute alte Axträuber ausgerüstet. Wow. Okay, damit sind wir schon mal ganz gut im Rennen gerade. Dann würde ich einfach mal den Zeitzauber im Verteidigungsposition spielen, um ihn vielleicht in der nächsten Runde als Opfer für Garuses zu haben. Weil das Duell nimmt langsam Formen an und so wie ich das sehe, hat Bons nicht gerade gute Chancen gerade. Da ist schon wieder der Zombie da, hä?
Na gut, jetzt hat er unseren Zeitzauber erlegt. Dann wird das wohl nichts mit Garusis. Ja, den Babydrachen haben wir. Den würde ich dann auch im Angriffsmodus beschwören. So, denn Attacke. Und Babydrache knüpft sich. Super. Oh, Gott sei Dank. Das ist der Vorteil an diesen Zombie-Monstern, dass viele davon nur 0 Verteidigungspunkte haben. Und wenn er natürlich den Helden spielt und echt... Was? Vampirkönigreich? Oh, Alter, ist Kamula hier oder was? Also wer den Anime nicht gesehen hat. Kamula ist eine Vampir-Duellantin von... den, ich weiß nicht, von den Schattenreitern hießen die, glaube ich, aus Yu-Gi-Oh! GX, und die hatte auch diese sehr merkwürdigen Karten hier. Vor allem das Vampirkönigreich, das ist wow. Ein bisschen verfrüht, glaube ich, im Anime jetzt hier gerade. Oh. Shit. Ja, wir befinden uns gerade in einer sehr, sehr misslichen Lage. Der gute Bonz hat noch 3400 Lebenspunkte. Und wir haben gerade, um es mal kurz zu fassen, nichts gegen ihn. Weil dieses komische, merkwürdige Kack-Zombie-Königreich echt alles auseinander nimmt, was bei 3 nicht auf dem Baum ist. Ja, Staubtornado ist echt, ja, super. Ich würde sagen, wir haben verloren. Das ist, ja... Eigentlich könnten wir jetzt auch aufgeben, aber dann würden wir, glaube ich, keine Duellantenpunkte oder so kriegen. Ich werde jetzt einfach... Nee, Quatsch. Moment. Staubtornado kann ich noch aktivieren. Und dann kann ich dieses komische Vampirkönigreich vernichten. Mhm. Dann haben wir noch einen Zug. Aber auch der wird uns nicht so viel bringen. Es sei denn, wir ziehen jetzt Zeitzauber und würden richtig raten. Aber das ist ja... in diesem Spiel... sehr unwahrscheinlich. So, ich beschwöre Zeitzauber... Eigentlich ist es ja schnurzpiep egal, was ich nehme. Deswegen aktiviere ich den Effekt und nehme den Münzwurf und zack. Und wieder falsch geraten. Wer hätte denn damit gerechnet, Leute? Das ist die absolute Drecksverarsche mit diesem Drecksviehzeug. Und eigentlich kann man dieses Mistvieh auch echt nur zum Fusionieren benutzen. Also wer da mit dem Effekt versucht, irgendwas zu erreichen und das auch noch hinkriegt, der hat wirklich meinen größten Respekt. So, ein Traum. Puh, ach ja, das können wir ja wegklicken. Das haben wir uns jetzt schon zigtausend Mal angehört. Also einmal, um genau zu sein, aber okay. Ah, dann nehmen wir das. Na, auf diesen, ach, diesmal hat er Stein. Okay. Mhm. Klar. Leuchtet ein, auf jeden Fall. Juti. Dann kümmern wir uns mal um Mr. Knister hier. Hoffentlich wird dieses Duell besser. Koji Koki ist schon mal kacke. Damit kann man nicht so viel machen. Aber wir haben ja Topf der Gier. Der Nachher war es schon mal sehr gut. Das ist eine Karte, die ich sehr, sehr, sehr mag. So, dann haben wir nämlich das. Oh, das war gut. Dann hat der Koji Koki wohl doch was gebracht. Hm. So, wir haben jetzt hier Staubtornado. Nee, will ich nicht. Nein, will ich nicht. Und da kommt er mit seinem Zombie-Meister. Der geht mir richtig auf den Piss. Hm. Okay. Ja, 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 ja. Verstehe, verstehe. So, dann würde ich einfach mal Folgendes tun. Kunai mit Kette. Und ich möchte diesen Monster ausrüsten. Aber ich darf keins in die Verteidigungsposition bringen, was mich sehr, sehr stutzig macht. Ich habe noch einen Kunai mit Kette. Und dann haben wir noch den Nachäffer. Mit dem kopieren wir jetzt die Angriffs- und Verteidigungspunkte von Zombie Meister. Denn damit sind wir, glaube ich, mal ganz gut bedient. So, dann wird Zombie Meister auf den Friedhof geschickt. Und der Nachäffer punktet beim Panzerzombie. Okay. Hm. So, wir haben jetzt hier noch genau nichts eigentlich. Kunai mit Kette, Staubtornado haben wir noch. Aber davon bringt uns beides nichts. Den Koji Koki habe ich eigentlich auch nur mit Kunai mit Kette ausgerüstet, um das Monster behalten zu können.
Jetzt haben wir meine schlimmste Erzfeindkarte. Zeitzauberer. Die Karte ist echt der größte Dreck. Okay. Nun ja, dann würde ich sagen, greifen wir mit Nacheffer diese verdeckte Karte an. Wahrscheinlich wird es auch mit Kujikoki Nummer 2 reichen. Weil sie nämlich nur Verteidigungspunkte hat. Aber das kann man ja leider vorher nicht sehen, wenn man nicht unter die Karten gucken kann. Es geht echt extrem auf den Sack, dass man hier ständig nein, 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 nein drücken muss. Okay, so, jetzt hat er noch 4000 Lebenspunkte. Das würde ich sagen, sind faire Verhältnisse. 4000 gegen 8000 kann man machen. Solange nicht wieder sein super mega geiles Schloss kommt, wo man da alles ausnockt, was nicht mehr drauf im Baum ist, könnte das durchaus etwas werden. So, an deiner Stelle würde ich das lassen. Dann würde ich sagen, kommt jetzt Kunai mit Kette auf den anderen Kujikoki. So, dann greif mal an schön hier. So, perfekt. Dann haben wir hier noch einen Flammenmanipulator. Den schicken wir noch aufs Feld mit Salamandra ausgerüstet. So, perfekt. 1600, 2000, 2000 und 1800. So, perfekt. Dann greifen wir noch mit dem Flammenmanipulator an. Dann noch mit Kujikoki 2. Und mit Kujikoki 1. Ich weiß gar nicht, ob das so ausgesprochen war. Vielleicht ist es auch Kujikosi oder so. Ist mir aber auch egal. Während des Duells fanden Joes Freunde die Höhle und jubelten ihm zum Sieg an. In Ordnung. Joey, du hast gewonnen. Du hast es geschafft. Das habe ich nicht, wahr? Wir sehen uns, Verlierer. Aber warte, Boss. Bendith Keat, vielleicht beim nächsten Mal wirst du den Mut haben, mich Angesicht zu duellieren, anstatt dich hinter deiner gruseligen Lakaien zu verstecken. Dich von Angesicht zu Angesicht duellieren? Du bist ein hoffnungsloser Falltrottel. Duelle gewinnen ist alles, was zählt. Es gibt keine Rolle, wie du es schaffst. Wir werden es ja sehen, Bendith Keat. Ja, richtig, ich zittere vor Angst, Trottel. Was für ein Idiot. Leute, tut mir wirklich leid, ich wollte euch nicht in dieses Schlamassel ziehen. Nächstes Mal sei nicht in so großer Eile und renne auf eigene Faust. Es ist alles in Ordnung, wir wissen, dass es nicht deine Schuld war, Joey. Ja, ich meine, solange er das Duell gewonnen hat, können wir ihm vergeben. Ich gebe zu, du hast uns besorgt gehabt zuerst. Aber du kamst wirklich durch diesmal, was? Ich hatte Glück, das ist alles. Es war nicht Glück, Joey. Es war deine Entschlossenheit, das Vertrauen in die Karten und das Versprechen, das du deiner Schwester gemacht hast. Das ist, was dir geholfen hat zu gewinnen. Ich brauche nur noch 2 Sternchips, halte durch, Serenity. Können wir jetzt aus dieser gruseligen Höhle gehen? Darauf kannst du wetten. Nichts kann uns stoppen. Das war also die Arena der verlorenen Seelen. Bei uns Armageddon, Pumpkin, Geisterkönig, Vampirkönigreich, Kriechdrache, Karten... Ach so, das war dieses Vampirkönigreich. Wow. Okay.